Hallo, liebe Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat November 2023. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, würde deinen Aszendent, Mondsternzeichen an. Die spielen nämlich auch eine große Rolle. Und wenn du jetzt sagst, Katja, ich höre mir auch gerne den Sternzeichen von jemand anderen an, kannst du ruhig machen. Ja, also es gibt keine Einschränkungen, ja, sondern es liegt einfach in deiner Hand, ja, wo du jetzt am meisten die Resonanz spürst, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Wir holen uns jetzt eine Antwort von diesen süßen Orakelkarten. Das sind ja nicht viele. Mal schauen, was für eine Antwort dich erwartet für den November, was du umsetzen kannst, natürlicherweise auch eine bestimmte Situation. Oder du sagst, Katja, mich beschäftigt gerade nichts, also das brauche ich gar nicht, ja? Dann lässt du es auch sein. Mal schauen, was sie für dich haben. Also die ganze Zeit bekommen wir immer, hör auf deine innere Stimme. Jetzt bin ich gespannt, ob das diesmal wieder rauskommt. Liebe Waage, was ist los? Listen to your intuition. Also schon wieder haben wir diese Karte. Also bei jedem Sternzeichen, bei jedem Sternzeichen. Ich glaube, drei waren es nicht insgesamt. Also der Löwe, bei dem Löwe kam es nicht raus. Bei dem Krebs kam es nicht raus. Also alle Sternzeichen hatten das. Alle Sternzeichen hatten das. Also das Kollektive sollte hier auf seine innere Stimme hören. Fast, würde ich sagen, weil du bist jetzt hier das sechste Sternzeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nochmal passieren wird, aber ich denke schon. Ich denke schon. Wer weiß, ja? Also, hör auf deine innere Stimme. Deine innere Stimme wird dich weiterleiten. Du weißt besser als alle andere, was die Antwort ist. Liebe Waage, manchmal bin ich selber baff, manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll nach so einer Karte. Also natürlicherweise geht es hier um etwas, was du schon die Antwort kennst. Kein anderer kann dir die Antwort geben, nur du selbst kannst sie rausholen, ja? Bestimmte Themen, vielleicht ist es nicht nur ein Thema, der dich beschäftigt, sondern mehrere Themen, ja? Hör auf deine innere Stimme, sehr, sehr wichtig, ja? Weil ich finde, wenn du auch den Tipp von anderen hörst, ja, wenn du jetzt sagst, Katja, ich brauche jetzt irgendwie einen Tipp von einer guten Freundin oder von jemandem aus der Familie, ja, kannst du machen. Aber vergiss nicht dein Wort, deine Entscheidung, was du denkst darüber, weil im Endeffekt lebst du dein Leben, nicht die anderen leben dein Leben, ja. Also natürlicherweise haben die anderen eine andere Sichtweise, ja. Das ist klar, du bist in das Thema drin, du siehst nicht richtig, ja. Du siehst die Situation wirklich von nah. Die Menschen, die quasi das von außen sehen, die haben dann eine ganz andere Sichtweise. Aber trotzdem hast du die Antwort. Also diese Karte sagt definitiv, die Antwort liegt in dir. Hör auf deine innere Stimme. Du bist sehr intuitiv. Also hier ist jemand, der wirklich weiß, was er will. Wirklich auch die Antwort schon kennt. Du hast vielleicht die Antwort schon vor deiner Nase, aber du siehst sie nicht oder du merkst sie nicht oder ja, manchmal ist es auch so, wir schauen weg. Ja, liebe Waage, wir wollen das nicht akzeptieren. Manchmal sagt unsere innere Stimme, du bist da falsch. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann sagen deine Gedanken was ganz anderes. Also gestern hatte ich auch dieses Gefühl, da ist etwas passiert. Also ich möchte jetzt nicht hinein in das Thema gehen. Das ist nämlich Privatsache. Aber ich hatte so ein komisches Gefühl in mir. Ja, und da dachte ich mir, hä, etwas passiert. Dann fängt das Kopf an zu denken. Dann sagt das Kopf, oh nein, mach dir doch keine Sorgen, du bist wieder zu voreilig oder du nimmst dir zu viel etwas am Herzen. Tatsächlich ist es dann so passiert, dass ich dann recht hatte, meine innere Stimme. Also hört auf eure innere Stimme. Sie ist wirklich leise, sie kommt einmalig. Ja, sie ist nicht so wie eure Gedanken, die dauernd, weißt du, immer fließen, fließen und weißt du, die versuchen, weil Lamente sagt ja schon das Wort Mende, mendire, lügen, ja, sie lügt, ja, also sie versucht immer das Beste rauszuholen. Also das ist ja klar, dass wenn du eine Blockade hast, dass du nicht zu deinen Emotionen gehen möchtest, dass da quasi
der Verstand das macht, also der Gehirn, der ist wirklich wie so ein Gefängnis. Also das ist kein Scherz. Das Gehirn ist das wahre Gefängnis von uns. Weil wenn wir zu viel denken und wir werden auch Sklave von unser Gehirn, übernimmt das Gehirn die ganze Macht und nicht unser Herz. Das ist wirklich das, was dir hier die Lösung hat. Dein Herz kennt die Lösung, ja, liebe Waage. Okay. Beruflich kann aber auch du ganz anders sein. Das kann auch eine private Angelegenheit sein, ja, die dich gerade beschäftigt. Okay, mal schauen, was die Orakelkarten hier uns sagen bezüglich deiner beruflichen, aber auch, sagen wir mal, finanzielle Situation. Vai avanti con i tuoi progetti, sei sul giusto percorso. Siehst du, hier bekommst du schon die Antwort. Also die höhere Macht, ich sage immer, das Universum schickt dir das, was du eigentlich bereit bist zu empfangen. Also die Orakelkarten, das ist nochmal so eine Sache. Ich sollte irgendwann mal ein Video drehen über das ganze Thema, ja. Die Orakelkarten, die Tarotkarten geben dir nur die Antwort, die du quasi erhalten darfst, die du quasi bewältigen kannst. Es wird dir keine Antwort geben, mit der du nicht bereit bist. Also du bist bereit, diese Antwort zu bekommen. Das ist so, die höhere Macht sagt hier, mach weiter mit deinem Projekt. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, was du machst, liebe Waage, aber du machst das richtig. Egal, was du gerade für ein Projekt hast, das ist richtig. Das ist eine schöne Situation, ja? Das ist eine tolle Situation. Komplimente, ich bin Kongos, so lauter positive Karte, wie wenn du jetzt gerade etwas gewinnen würdest. Du hast hier irgendwie vielleicht ein Seminar absolviert, du hast einen Wettbewerb mitgemacht, du hast ihn hier gewonnen. Also Kompliment, liebe Waage, ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast, aber du hast wirklich gute Karten, gute Chancen. Auch wenn du jetzt sagst, Katja, ich habe noch einen Wettbewerb oder ich bin noch gerade an einem Seminar oder ich mache etwas. Du wirst dieses Seminar, du wirst diese Situation absolvieren, du wirst das schaffen. Du bekommst hier die Komplimente. Dann am Ende, das kann aber auch gut sein, du hast schon hier einen neuen Job oder du hast dir einen zweiten Job gesucht, der erste Job reicht nicht. Das kommt immer drauf an. Also das muss nicht für jeden sein. Das ist immer auf den Monat basiert. Ja, für den Monat November könnte man hier auch sagen, du könntest hier einen neuen Job finden. Das kann auch gut sein. Liebe Waage, stell dir mal vor, du bist wirklich gut in dem, was du machst, ja? Und du suchst aber keinen Job. Du suchst keinen anderen Job. Dir gefällt es da, wo du bist. Aber du bekommst ein Jobangebot. Trotz dessen, jemand bietet dir etwas an, weil du gut bist. Verstehst du das? Wenn jemand gut ist, bekommt er auch von anderen Menschen den Angebot. Also das Universum schickt dir immer das, was du gebrauchen kannst, ja? Das kann aber auch gut sein, du brauchst jetzt hier den zweiten Job, weil es finanziell nicht klappt oder weil finanziell jetzt gerade mehr Ausgaben gibt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du keinem guten Verhältnis bist, liebe Waage, will ja keiner sagen. Ja, aber manchmal ist es auch so, dass man mehr Ausgaben hat oder man arbeitet an einem Projekt. Natürlicherweise kann das ja etwas Kreatives sein. Du investierst auf diesem Projekt, also brauchst du auch das Geld. Du könntest hier aber so eine gute Person sein, die das Geld auch der Familie schickt oder das Geld auch der Tochter gibt. Sohn, verstehst du, was ich meine? Du könntest hier auch eine Mutter sein, ein Vater sein, der hier wirklich ein gutes Herzen hat, ja, und tendiert auch den anderen zu geben. Verstehst du? Manchmal reicht das dann nicht immer, ja? Also, liebe Waage, du hast wirklich schöne positive Karten. Das kommt immer darauf an, was du gerade erlebst, ob du ein das wollte ich jetzt gerade auf Italienisch sagen, einen Wettbewerb mitmachst, ein Seminar. Egal, was du mitmachst, du könntest hier auch den Vorstellungsgespräch ge geschafft haben, ja, dass du jetzt sagst, wow, ich bin drin, ich bin drin. Also nach dem Vorstellungsgespräch hast du quasi die Chance, du bist unter den drei Besten oder den zwei Besten oder du wurdest auch übernommen, wer weiß, ja. Also wirklich positive Karten. Okay, du nimmst mir auf. Schön, also wirklich eine schöne Situation. Aber bitte hör auf deine innere Stimme, weil deine innere Stimme wird dich weiterleiten. Das ist immer sehr wichtig. Die zentrale Energie, die erste Energie, die rauskommt, ja, das ist immer die zentrale Energie. Um was geht es hier? Um deine Intuition, ja. Da haben wir etwas, da haben wir etwas, was dich beschäftigt. Wir haben hier Neuigkeiten, aber diese Neuigkeiten könnten auch
nicht so angenehm sein. Oder du hast hier irgendetwas erfahren. Hast dich sogar ein bisschen zurückgezogen. Hast dich sogar ein bisschen isoliert von dieser ganzen Situation. Du bist jemand, der wirklich sehr gut ist in dem, was er macht. Der Eremit ist wirklich eine schöne Karte, wenn wir von dieser beruflichen Situation reden. Aber ich denke hier nicht nur beruflich. Ja, du bist wirklich jemand, der hier sehr aktiv ist, sehr aktiv, gut ist in dem, was er macht. Du hast ja sogar den Magier. Eigentlich hast du nichts. Es fehlt dir an nichts, um die Situation wirklich zu kreieren. Also du kannst jetzt hier manifestieren. Du kannst jetzt hier das erreichen, was du möchtest. Auch wenn du Menschen hast oder Situationen, die sagen, du schaffst es nicht oder die glauben nicht an dir, weil du hast ja eine Karte, wie wenn jemand über dich nicht lästert. Mir fällt jetzt nicht ein, lieber Waage, ich probiere das zu übersetzen. Wenn jemand über dich Kritiker kritisieren, genau, kritisieren. Siehst du, wenn ich schon sage Kritiker, dann kommt's. Kritisieren. Jemand hat keine konstruktive Kritisierung, ja, das ist keine konstruktive. Du kannst daraus nichts nehmen. Verstehst du das? Also du hast Menschen, die gerade dich kritisieren oder gerade über dich etwas aufbauen, etwas sagen, was nicht stimmig ist. Das hilft dir nicht. Also hör nicht auf andere Menschen, ja. Nimm diese Kritik eher als Neid, okay? Und was ich aber hier auch sagen kann, ist, dass du hier gerade auch von jemandem kritisiert werden könntest, der hier ein Vater sein könnte oder eine Bezugsperson. Du sagst hier gerade von meinem Vater, von meiner Mutter hätte ich das nicht erwartet oder von dieser Bezugsperson. Hätte ich das nicht erwartet, aber diese Person, ich denke nicht, wenn das dein Eltern oder eine Bezugsperson ist, die dich liebt, dass sie das im Negativen meint. Ich denke, das ist für deinen Schutz. Ich habe das Gefühl, diese Person möchte dich schützen. Ja? Wenn du das Gefühl hast, dir sagt es jemand, der vielleicht auch neidisch sein könnte, ja, dann würde ich diese Situation ganz anders aufnehmen. Ja? Also wie gesagt, dir fehlt es an nichts. Du bist gerade auch dabei zu manifestieren. Du kommst immer näher an deine Träume, du kommst immer näher an deine Situation, liebe Waage. Was ich mir hier aber auch vorstellen kann, ist, dass du hier mit einem Mann zu tun hast. Wenn du jetzt eine Frau bist, natürlicherweise kann das hier ein Arbeitskollege sein, kann aber auch gut sein, private Angelegenheiten, ja. Indem du jetzt gerade auch sehr enttäuscht bist von deinem Liebesleben. Du hast dir gedacht, dass diese Person, ja, zu dir wieder den Anhang findet. Oder sagen wir mal, dass du dich auch geschlossen hast ein wenig. Und das Ganze hat auch eine Wirkung auf dein Entschuldigung, auf deine berufliche Situation. Ja, also hier spielt auch die Gefühle spielen hier eine Rolle. Und wie gesagt, das kann gut sein, dass du jetzt gerade wirklich eine Kommunikation, Neuigkeiten erfahren wirst, noch mit den jetzt fällt er mir nicht ein, den Magier, genau, mit den Magier, das ist früh morgens, entschuldige mich, ja, also da sollte man alles übersetzen, ja, da fällt mir jetzt wirklich, manchmal ist es so, ich weiß es auf Deutsch, ja, aber nicht auf Italienisch, das ist manchmal wirklich nicht einfach. Also du hast hier den Magier, der Magier ist, repräsentiert auch die Kommunikation, also es könnte gut sein, die Kommunikation, die hier gefehlt hat mit dieser Person, die jetzt dann tatsächlich stattfindet. Dass du jetzt sagst, boah, diese Person meldet sich wieder bei mir oder diese Person redet wieder mit mir, kann ja auch ein Arbeitskollege sein oder Arbeitskollegin, ja, das kommt immer drauf an. Aber ich sehe hier, dass du wirklich deine Situation, deine Träume, deine Wünsche in Erfüllung bringen kannst, dass du immer schrittweise näher bist an deinem Erfolg. Verstehst du das also, liebe Waage? Das ist ein Pluspunkt für dich, ja. Natürlicherweise bekommen wir auch Kritik. Aber was ist es für eine Kritik? Ist es konstruktiv oder ist es eine Kritik, die gar keinen Sinn hat? Das erkläre ich immer auch, ja, in den Videos, weil das ist gerade wichtig, ja, wichtig, sehr wichtig, weil mit konstruktiver Kritik kannst du viel erreichen. Da kannst du sagen, hey, guck mal, ich kann jetzt das verbessern. Und gerade wenn das jemand sagt, der schon lange in diesem Beruf ist, der schon drin ist,
Weißt du, das kann ja wirklich jemand aus der Verwandtschaft sein oder ein Bekannter oder jemand sein, der das gleiche Beruf. Stell dir jetzt mal vor, du hast den Beruf gelernt, was dein Vater gelernt hat. Oder es gibt wirklich etwas, was in der Familie ausgeübt wird, ja? Und du sagst, ich kann jetzt das Tipp meiner Tochter weitergeben oder meinen Sohn. Ich kann mein Kind, mein eigenes Kind unterstützen. Aber ich weiß nicht, ob diese Kritik jetzt gerade richtig ist. Ich denke nicht. Ich denke eher, dass es ein Schutzmechanismus ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, du lieber Waage, du hast etwas vor und dein Vater oder deine Mama, wer das auch sein kann, hat Angst, dass du das nicht schaffen kannst, weil wir reden hier auch über einen Wettbewerb. Stell dir mal vor, wo kann man denn überall? Du bist ein Sportler. Ja, du bist auch nebenher ein Sportler, du machst Sport, du betätigst Sport und deine Eltern oder irgendjemand aus der Familie will dich schützen. Ja? Das ist aber keine Kritik, die einen Sinn hat, sondern mach weiter, arbeite an deinem Projekt, okay? Hör hier auf niemanden, auch wenn das eine Kritik ist, die wirklich von Herzen kommt, damit du vielleicht dir nicht wehtust oder vielleicht nicht übertreibst, aber du hast alles, was du brauchst, liebe Waage. Wirklich, du hast eine tolle Legung. Ja, toi, toi. Das wünsche ich dir von Herzen. Du weißt immer die Antwort. Du kennst die Antwort auf deine Frage, weil du sie schon in dir hast. Ja, okay. Wenn du jetzt resoniert hast, liebe Waage, freue ich mich natürlicherweise über einen Feedback. Ja, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Ja, wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.